Guten Morgen. Ich schreibe die ganze Zeit mit dieser Witzfigur von LKA Dortmund. Da ist Carsten Knie. Ja? Das sind die Joker vom Banditos gewesen. Ja? So wie Gradius, so wie Rassmann, ja? So wie dreckige Hure Nicole Wackeldackel von Elvis. Linda, das sind alle dreckige. Was? Das sind alle inzesterzeugtes Kinder von Nazi damals. Einfach eine Stammbau nehmen. Ja? Was heißt Vernehmung? Vernehmung heißt, sich in gegenüber sitzende, liegende, wie auch immer, Person hineingehen. Meine Seele kann ich überall schicken. Ja? Und ich schreibe die Wünsche von Carsten in diese Chatverläufe. Ich muss so vorstellen, es geht, ich muss wissen, was er wirklich denkt. Ja? Und ich gebe die Information, die ich habe, habe ich in meinen Kopf gegeben. Ich weiß, dass die eine pädophile Netzwerk treiben in ganzer Welt. Und das nennt sich Spirit of Odeon. Die haben noch mehrere Stellen in Wien, in Paris, in München. Ja, das sind aber für erhobene Gesellschaft. Wenn eine Bettina, ja, der ist Personalchef bei Opel in Bochum, ja, sieht seit 2 Jahren, was mit mir alles gemacht worden ist. Und ich sage, warum tust du nicht? Ich sage, ja, das ist deine Gesellschaft. Ich bin von einer erhobenen Gesellschaft. Was wolltet ihr von so einer Dreck-Bettina erwarten? Die versteht überhaupt kein, die hat gar keine Gefühle in sich. Die haben kopiert. Die kopieren Bücher. Ah, so muss man machen. Ah, so muss man Gefühle zeigen. Die verstehen keine Gefühle, aber die wissen, wie das aussieht. Von außen, diese Körper. Versteht ihr? Und Carsten hat sehr viele Kinder gefangen. Und ich will die Adresse von diesem Carsten. Ja? Ich schicke euch den Chatverlauf, mache ich ein Video. Ja, das ist extrem ekelhaft, was ich da schreibe. Aber ihr müsst euch vorstellen, von deren Sicht, von Carsten Knie, eine LKA-Beamte unter Gregor Lange in Dortmund, unter SPD, Dortmund, NSDAP. Ja? Diese Person genießt das, was ich schreibe. Normale Person würde weggehen. Der ist nicht mehr Polizist, versteht ihr? Das heißt, ich schreibe genau das, was er immer getan hat. Versteht ihr? Kinder misshandelt, Kinder. Das machen die unter sich. Erhobene Gesellschaft. Was heißt erhobene Gesellschaft? Wir sind normale Gesellschaft, wir essen normales Fleisch, wenn wir Metzger gehen. Wir essen Brot, ja. Wir haben Freundinnen oder Frau, Mann, was auch immer, man fickt miteinander, genießt, Kinder machen und so weiter, leben. Aber es gibt erhobene Gesellschaft, so wie Bettina, so wie Carsten, wie Döge, Germanen, ja, wie Banditos, die Diebe, unsere Kinder, die fangen Kinder, das ist deren Arbeit. Entführen Kinder, die fangen Kinder. Der Carsten, ich versuche ihn immer aus der Reserve rausholen, ne? Der Carsten sagt Wörter, die ich nie so normal benutzen wollte. Kinderfänger. Der nennt mich Kinderfänger. Das heißt, der ist selber einer. Ich muss so vorstellen, solche Menschen, Gott hat denn nicht, weil die von Inzest geboren sind,
Jesus, egal wer, hat gesagt, deine Mutter darf nicht mit deinem Kind, ja, ficken. Und bei Carsten ist der Großvater sehr große Problem. Ich vermute, dass der Großvater hat die Mutter vor die Oma gefickt. Ja? Und später, als Carsten da war, hat die Opa Carsten vor Oma und Mama gefickt. Und die haben Carsten nicht geholfen. Diese Wut ist in Carsten drin. Versteht ihr? Deshalb hasst alle Kinder. Ja? Für die ist ein Kind ist ein Objekt. Und er weiß, der denkt, und er hat das durch Opa die ganze Zeit diese Erniedrigung, Erniedrigung, Erniedrigung bekommen. Und das hat er gespeichert in deren See seine Seele und Körper. Nur, er hat gelernt von Opa, du musst keiner zeigen, was du bist. Ja, wir müssen deren Kinder nehmen, kaputt machen. So wie ich dir gezeigt habe, Carsten. Du musst alle Kinder vernichten. Deren Seele beklauen die mit Kindesmisshandlung, Schlagen, Ficken, Fingern. Ja? Sowas tut Carsten und diese erhobene Gesellschaft in Odeon. Ja? Das sind aber ganz, ganz, ganz geheime Treffen für erhobene Gesellschaft von Wolfschanzen. Apropos Wolfschanze ist im Grunde genommen Rattenschwanz. Solche Leute wie Carsten, du musst dir vorstellen, die sind nicht mal Ratte, sondern die Schwanz von Ratte. Ganz halt, die versuchen dich abzulenken. Verstehst du, was ich meine? Das ist alles, was sie tun. Die lügen heute, die versuchen, dass das klappt. Und hat nicht geklappt morgen. Was habe ich gesagt? Versteht ihr? Und so ist die Kast-Familie, Döge-Familie, Elvis-Familie, Nureddin-Familie. Die tun heute Böses. Klappt nicht. Macht die geht nicht im Knast. Machen die Neues. Irgendwann, wie heute, haben die alle abgekackt. Vorbei, Carsten. Bald ist Sack zu. Und ich habe schöne Ratten vor dieser Welt. Ich zeige, das sind Kinder von Merkel. Das sind Kinder von Helmut Kohl. Versteht ihr? Das sind die Nazi-Kinder. Die Merkel geschaffen hat und auf diese Welt losgelassen. Die SS-Staffel hat diese Kinder geschaffen, um uns zu vergiften, in ganzes Welt. Ja? Die machen ja Carsten und so mitten in Europa, vergiften alle Länder in Europa. Und der dreckige Trump muss die gucken, Stammbaum. Alles kehrt zurück zu sozialistische, nationalistische, pädophile Ring, Wolfschanze. Ja? Die wollen unsere Kinder, unsere Zukunft ruinieren. Versteht ihr? Und Carsten war der Joker. Versteht ihr? Die haben überall eure pädophile Freunde. Die Richter, die Beschlüsse schreiben, das sind die Kunden. Klar, die wurden alle gefilmt. Beim Kinderficken. Klar machen die alles vor Döge. So normal. Ja? Meine Familie oder so, oder Kinder, ja? Die dürfen ja nicht wissen, dass der Papa Pädophile ist, Kinder fickt bei Odeon. Ja? Und so hat Nicole auch Menschen in Puffs wie Osnabrück, Roland, Nancy, fragen wir Nancy, 20.000, nur eine Sache, habt ihr, ja, Roland, Puff, Osnabrück, Nancy, 2011, selbst deine Bandito-Kunst wusste nicht, dass du eine Hure bist.
hast du von ihr versteckt. Aber so seid ihr. Ja, du bist mit Bandito Kunz zusammen, gehst du woanders ficken, dann bist du schwanger und dann sagst du, oh Kunz, du hast einen Sohn, Carsten. Ein Bastard wie Carsten ist geboren. Und so läuft weiter. In Banditos, worldwide. Die fangen unsere Kinder, worldwide. Ja? Schaut ihr nach Flüchtlingswelle 2015, wie viele Kinder sind verschwunden. Und warum tut der Carsten Rassmann und Gradius nicht? Als ich meinen Mund aufgemacht habe, haben die gewackelt. Gewackelt. Hm? Das ist vorbei. Ein Jahr physischer und psychischer Kampf ist vorbei. Ja? Und der Wolfschanze und die ganze Missgeburte Banditos, worldwide werde ich jagen. Seelis. Ja? Ich habe überall Seelen. Die ganze Welt ist voller Seelen. Herr Carsten, nicht mit mir. Ich bin noch nicht fertig mit dir, mit Theremonia, mit Iron City, mit Metropol, ja? SS-Staffel machst ihr, ja? Schlägertruppe, Messer stechen, Leute umbringen, Freeways, ja? Und der Danny Flanke verteilt Süßigkeit für Kinder, ja? Pillenmaschine hatte. Pillenmaschine sogar. Oh, machst du Ecstasy, Mitsubishi? Habe ich alle Videos und Bilder, meine Junge. Ja? Hast du Mitsubishi gehabt? VW? Dann hast du Rolex. Rolex gehabt. Sogar hast du eine Kette draus gemacht, Rolex. Hm. Danny, ich bin noch nicht fertig. Ich will Namen von Kindern, ich will Namen von Pädophilen, die Kinder missbraucht haben, in Odeon. Oder in Spirit. Ja, von Spirit ist ja in Odeon, ja. Was machst du da in Odeon? Leere Laden? Du? Leere Laden? Nee, nee, nee. Nee, Döge. Du. Ich will nur Informationen. Mehr nicht, Döge. Gibst du mir Informationen, lass ich dich in Ruhe. Ich will Daten. Ich will wissen, wo sind Kinder versteckt. Welche Richter, Staatsanwälte haben die Kinder gefickt? Und so weiter. Alle deine Kunden, deine Adressen, deine Filme, das sind wichtig für mich. Ich will alles sehen. Weil wie ihr mit Kindern gehandelt habt, das heißt, eure Eltern, Opa, Oma, SS-Staffel haben genauso mit euch gemacht. Versteht ihr? Und ich will gerne eure Erzieher sein. Therapeut. Ich bin euer Therapeut. Ja, Döge, du, wenn du Eier hättest, hast du ja nicht. Deshalb fingerst du Kinder. Hast du eigenen Schwanz nicht. Deshalb fingerst du die Kinder. Ja? Du hast zwei, und du hast schwarze Frau. Verstehst du, du bist Germanen. Ja, und wozu machst du Kinder mit Schwarzen? Ja, für Sortiment, ne? Du brauchst besseres Sortiment. Schwarz, weiß, grün, blau, Kinder. Ja, jedes schmeckt anders, ne, Döge? Ich bin noch nicht fertig mit dir, Digga. Mit deiner ganzen pädophile Mannschaft in worldwide werde ich euch vernichten. Ja? Banditos in Thailand. Was macht ihr da? Hm? Macht ihr vor deutsche, europäer Kinderficker, die da hinkommen? Ich werde Antrag stellen. Ja? Ich werde Antrag schreiben an König von Thailand. Jeder von euch solle direkt köpfen. Da ist erlaubt. Wo ist das Problem? Ich sage, dass ihr Pädophile seid, die nach Deutschland, nach Thailand kommt und Kinder von thailändischen Frauen, Mütter, Eltern fickt, weil die kein Geld haben, machen die das. Aber so eine Carsten macht das, weil er nicht
selber irgendwas im Leben erreicht hat und denkt, die Kinder sind schuld. Verstehst du? Carsten, deine Zeit ist vorbei. Ja? Fängt an zu reden. Paragraph 46b, vor dich, vor Döge, vor Rassmann, vor Gradius, vor Elvis, vor Benny, vor Döge, vor Eko Elvidin, von Jamal. Ich will wissen, wer Igor gestochen hat. Dreimal auf Parkplatz habt ihr gewartet und ihn gestochen. So macht ihr, ne? Holt ihr Leute, die Geld haben, am besten allein stehen, keine Familie, ja? Zeig, abziehen, alles wegnehmen, Bad Standing geben. Das bist du, Döge, deine Führung. Und das werde ich die Welt zeigen, was Deutschland von einer pädophilen Familie ist, die oben an der Macht steht.